Jens Deutschendorf, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, heute wieder mit dem Geldköfferchen unterwegs, eigentlich mit dem Förderbescheid. Wenn wir also uns umdrehen und nach hinten gucken, sehr viele Autos. Das ist nicht mehr opportun in den Städten und Frankenberg geht voran und möchte den Individualverkehr mit Kraftfahrzeugen reduzieren. Etwas, was gerade Ihnen und auch Ihrer Partei sehr zugute kommt. Also erstmal ist mir wichtig zu sagen, dass wir alle Verkehrsmittel auch in Zukunft brauchen werden. Da gehört auch das Auto dazu, aber auch das Rad soll in Zukunft eine wichtige Rolle spielen und das zu Fuß gehen. Das ist der hessischen Landesregierung sehr wichtig. Deswegen unterstützen wir die Kommunen dabei, wenn sie Radwege bauen und wenn sie sogar wie hier in Frankenberg eine weitere Ederbrücke bauen für den Fuß- und Radverkehr. Und deswegen freut es mich sehr, ja, dass wir dieses Projekt als hessische Landesregierung unterstützen können und wir das mit einem Förderbescheid in Höhe von 2,9 Millionen Euro tun können. Jetzt weiß man gerade auch hier, Sie kommen ja auch aus dem ländlichen Raum in der Nähe der Kreisstadt, dass ganz oft viele Wege damit beginnen, dass man durch die Innenstadt kreist, um Parkplatz zu suchen und dann in irgendeiner Drogerie schnell was einzukaufen. Genau für diese Klientel ist ja das Radwegekonzept ideal. Ne? So ist es. Ganz viele Wege, die wir Menschen im Alltag zurücklegen, sind kürzer als 7 Kilometer, ein hoher Anteil. Und viel zu oft wird für diese Strecken auch noch das Auto genutzt. Und deswegen muss es viel einfacher, viel selbstverständlicher werden, dass ich ganz intuitiv für solche Wege mein Fahrrad nehme und benutze. Und dafür muss die Infrastruktur eine entsprechende Qualität haben, dass ich mich dabei sicher und wohl fühle, wenn ich das Rad nehme. Und daran arbeiten wir. Jetzt sind wir hier im Kreis Waldeck-Frankenberg eigentlich sehr gut aufgestellt, was den ÖPNV betrifft. Wir haben die Reaktivierung Korbach-Frankenberg erlebt. Da waren die Grünen ja maßgeblich daran beteiligt, das zu initiieren. Inzwischen entgegen allen Unrufen sehr gut angenommen, diese Strecke. Dazu kommt Asttaxi, gute Busverbindung, innerstädtischer Verkehr. Jetzt der innerstädtische Lieferverkehr, der könnte ja zum Teil mit Lastenfahrrädern abgewickelt werden. Ne? Das ist durchaus ein Ansatz, den wir an vielen Stellen in Hessen auch erproben. Einige Städte und Kommunen haben sich da auch schon mit Modellprojekten auf den Weg gemacht, auch mit Unterstützung des Landes Hessen, um zu zeigen, dass es geht, wie es geht, was es dafür braucht. Auch da gibt es Möglichkeiten und Projekte in Hessen, an denen gearbeitet wird. Nun haben wir noch einige Überlandstrecken, wo es also für Radfahrer und für Autofahrer kritisch ist, weil die Kreis- oder Landstraßen so schmal sind, kein Radweg hergeben und das Überholen, also durchaus, ich denke jetzt 1000 nach Föhl hoch, durchaus problematisch ist, Überholverbot durchgezogene Linie. Längerfristig gesehen sollen mehr Straßen mit Radwegen ausgebaut werden. So ist es. Da gibt es eine grundsätzliche Veränderung in der Strategie. Wenn wir heute eine neue Straße bauen, dann ist erstmal vom Grundsatz her davon auszugehen, das gilt für Bund, Land, Kreise, dass es mit Radweg gebaut wird. Und wenn ich auf den Radweg verzichten möchte, dann muss ich das begründen. Das war jahrzehntelang anders, hat sich jetzt geändert. Das ist ein ganz neuer Blick auf dieses Thema. Und insofern, wenn es sinnvoll ist, wenn es technisch machbar ist, wirtschaftlich sinnvoll ist, dann wird das in Zukunft so gelöst. Macht auch Sinn, mal zu schauen, ob nicht ein parallel verlaufender Wirtschaftsweg dafür genutzt werden kann. Aber in der Regel ist es gerade in dem überörtlichen Bereich sinnvoll, die Verkehre zu trennen und einen eigenen Radweg anzubieten. Und da investieren wir auch Rekordmittel von Seiten des Landes Hessen. Da sind wir mittlerweile bei 17 Millionen Euro pro Jahr, die wir für Radwege entlang von Landesstraßen zur Verfügung stellen. Auch das hat sich sukzessive angestiegen von 5 Millionen über 8 Millionen, 13 Millionen im nächsten Jahr auf 17 Millionen dann in 2024. Jens Deutschendorf, Staatssekretär im Hessischen Wirtschaftsministerium. Vielen Dank. Gerne. Ja, Rüdiger Hess, Bürgermeister von Frankenberg, wieder ein großer Tag, Staatssekretär mit dem Geldköfferchen, in dem Fall ist es eine Urkunde, aber Frankenberg macht sein Verkehrskonzept langsam rund. Ne?
Ja, es ist ja ganz wichtig. Wir haben ja ein Konzept in 2020 erstellt, um die Radverkehre in Frankenberg neu aufzustellen. Und wir merken natürlich auch über Stadtradeln und alle anderen Dinge, die wir machen, dass Fahrradverkehr in der Bevölkerung angekommen ist. Auch in Frankenberg, wo man halt nicht unbedingt nur ebene Flächen hat. Gerade die E-Mobilität hat natürlich da ein Wesentliches beigetragen. Jetzt geht es natürlich darum, dass wir einerseits unsere Stadtteile anbinden, andererseits aber auch den innerstädtischen Verkehr integriert anbinden können, sodass wir zum Beispiel hier konkret von dem Ederdorf, von den Walddörfern, die wir haben, in die Innenstadt kommen, einerseits ins Gewerbegebiet, andererseits aber auch in die Einkaufsstadt Frankenberg, wo wir dann am Ende des Tages auch natürlich in der Fußgängerzone unser Fahrrad abstellen können. Deshalb bewusst auch die Fußgängerzone für Fahrradverkehre offen. Und man kann dann einen Kaffee besuchen, kann sich in die Eisdiele setzen, man kann einkaufen. All das sind ja die Dinge, die uns bewegen. Jetzt ist gerade in den Kleinstädten auf dem Land ja oft so, der größte Teil von einem kleinen Einkauf besteht darin, dass man mit dem Auto um die Innenstadt kreist und einen Parkplatz sucht. Sowas könnte natürlich dann in Zukunft mit entsprechendem Radverkehr verhindert werden, aber auch innerstädtischer Lieferverkehr. Vom Bäcker A zum Metzger B zum Beispiel, kann mit Lastenrädern abgewickelt werden. Das ist sicherlich eine sehr gute Idee, die dort angesprochen wird. Lastenfahrräder gibt es schon am Markt und ich weiß, es gibt auch Unternehmen, auch eins, was zur Liederregion Burgwald-Eder-Bergland gehört, die auch an einem Lastenrad am Entwickeln sind. Auch das sind natürlich diese Sachen, die brauchen wir. Aber da ist natürlich der Private ist gefordert, dass er das will, dass er das tut. Ansonsten muss ich ganz offen dazu sagen, wir sind ja für alle da. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr, wir machen ja auch viel für die Entwicklung mit dem Autoverkehr, aber natürlich müssen wir speziell die Nahmobilität fördern und da ist natürlich mit dem Fahrrad die 500 Meter besser zu fahren, als ich 500 Meter das Auto erstmal anlasse und in der Innenstadt kreisle, um einen Parkplatz zu finden. Ja gut, hier in den ländlichen Regionen wird man lange Zeit nicht aufs Auto verzichten können. Das ist so, wenn man mehr zum Einkaufen braucht, dann braucht man schon das Auto. Wir sind mit dem ÖPNV aber hier ganz gut gesegnet. Inzwischen diese Reaktivierung der Bahnstrecke Korbach-Frankenberg, die extrem gut angenommen ist. Wir haben einen funktionierenden Busverkehr, Astaxi. Damit wird das Verkehrskonzept auch in Frankenberg rund. Ne? Insgesamt wird es rund damit, aber das Ganze war ja Auslöser, einmal so zu denken, auch mit der Bewerbung für die Landesgartenschau in Frankenberg, was ja nicht bei uns zum Erfolg geführt hat, vielleicht in einem der nächsten Jahre. Aber natürlich beschäftigt man sich da mit der Bevölkerung auch darum, wie wollen wir Mobilität auf dem Lande zum Ausdruck bringen. Und natürlich gehört der Autoverkehr auch künftig immer wieder dazu. Das kann man ohne dem gar nicht tun. Aber wir wollen natürlich auch vorwärts kommen, dass wir die Fahrradverkehre noch besser machen, sicherer machen am Ende des Tages. Denn ich sage mal, auf der Röttenauer Straße als Fahrradfahrer zu fahren, das wollen wir sicherlich nur ungern. Deshalb jetzt diese Ederdorfbrücke, um dann die anderen Bereiche zu erschließen. Das liegt uns am Herzen und das ist uns auch ganz, ganz wichtig.